Der Vorwurf der Bilanzmanipulation bei Wirecard, der reicht mehr als 10 Jahre zurück. Ich erinnere mich deswegen so genau, weil ich damals Geschäftsführer eines der namhaften CFD-Anbieters in Deutschland war und der Vorsitzende einer Aktionärsschützervereinigung bei uns im großen Stil Wirecard shortete, um anschließend dann bekannt zu geben, dass man dort Bilanzmanipulationen vermutete. Das war natürlich Frontrunning, das war Insiderhandel, den wir anzeigen mussten, aber es ist davon auszugehen, dass die Vorwürfe damals schon gestimmt haben. Nichtsdestotrotz, Arcatis hat 2017 in Wirecard investiert, rechtzeitig allerdings vor dem Absturz die Aktien wieder verkauft. Und ich habe unseren Gründer und geschäftsführenden Gesellschafter Hendrik Leber gefragt, wie es denn zu diesen Transaktionen gekommen ist. Herr Dr. Leber, Vorwürfe der Bilanzmanipulation gibt es bei Wirecard schon seit über 10 Jahren. Trotzdem haben Sie in das Papier irgendwann mal investiert. Wann und warum? Ich habe im Oktober 2017 zum ersten Mal in Wirecard investiert. Ich fand, das war eine tolle Story. Ich hatte mehrere Präsentationen gesehen, die letzte damals vom Finanzvorstand. Und ich dachte, das ist eine Firma, die im Zahlungsverkehr vieles richtig macht. Also ein Fallbeispiel, es ging um eine Eisenbahngesellschaft und die können über Internet und können über online und in den Filialen mit einem System praktisch die Kunden bedienen. Das hat mir gefallen. Was mir noch gefallen hat, ich habe erlebt, wie bei Rossmann chinesische Kunden mit Alipay bezahlt haben. Wirecard gefragt und die sagten, ja, sie machen die Abwicklung dafür. Auch das hat mich fasziniert. Und ich war in Singapur, habe dort im Coffeeshop bezahlt und da stand Powered by Wirecard. Und da dachte ich, das ist eine richtig gute Firma, die können Zahlungsverkehr. Und es war im Oktober 2017 und wir haben da etwa 20 Millionen damals in den internationalen Fonds investiert. Und dann gibt es aber ein Erlebnis. Sie treffen den Wirecard-CEO Markus Braun auf einer Investorenkonferenz und haben die Gelegenheit, ihm Fragen zu stellen. Ich hatte eben Markus Braun mehrere Fragen gestellt, auch provozierende Fragen. Das war Dezember 2018. Ich hatte die Erfolgsmeldung von Wirecard gesehen und was mir da auffiel, die haben ja damals Aldi und Lidl als neue Kunden bekommen, etwas später glaube ich dann IKEA. So, und wenn die Technologie von Wirecard wirklich so phänomenal gut ist, dann frage ich mich, warum gibt Aldi nicht den kompletten Umsatz dahin, anstatt das auf andere Zahlungsanbieter zu verteilen oder auf mehrere Anbieter zu verteilen? Also die Frage war, warum wächst die Firma nicht schneller? Warum wächst sie so langsam, wenn sie wirklich so überlegen ist? Was war die Antwort? Ich kann mich an die Antwort nicht mehr erinnern, aber die Antwort hat mich nicht zufriedengestellt. Und eine andere Frage, es ging... Eine relativ triviale Frage, das war in der Zeit von der Datenschutzgrundverordnung, als die eingeführt wurde. Wirecard behauptete, Kundendaten zu nutzen und Verhaltensdaten zu nutzen, um zum Beispiel an der Kasse Produkte anzubieten. Hört sich gut an als Konzept. Ich habe gefragt, wie sie das mit dem Datenschutz machen. Da kam keine plausible Antwort, denn das ist doch ein Thema des Datenschutzes. Also da hatte ich das Gefühl, so kann man das Geschäft nicht betreiben. Und als Folge dieser unbefriedigenden Antworten habe ich die Aktie dann noch im Dezember verkauft, mit Gewinn. Dann haben Sie die Aktie noch vor der ersten Berichterstattung in der Financial Times verkauft? Soweit ich weiß, war das vor der Financial Times Berichterstattung. Und wir haben dann weiter recherchiert. Wir haben Interviews gemacht mit Brancheninsidern, ehemaligen Mitarbeitern von Wirecard oder Branchenexperten. Und aus dem Gespräch kam raus, dass die Dienstleistung von Wirecard eigentlich ein Commodity ist. Also das ist eine Dienstleistung, eine technische Dienstleistung, für die man keinen großen Mehrwert bezahlt bekommt. Und wir haben dann auch gefragt, dieses ganze Thema Kreditwürdigkeitsprüfung, wer ist denn bereit dafür, Wirecard dafür einen Aufpreis zu zahlen, über das, was heute ohnehin schon recht gut funktioniert? Auch da war die Antwort unzufrieden. Stellend. Und dann haben wir eine kleine Rechnung gemacht, die Margen mal verglichen und mir kamen die Margen von Wirecard einfach zu viel vor. Also für das Geschäft, das sie anbieten und dachte, so profitabel kann die Firma nicht sein. Trotzdem fantastische Zahlen. Da waren unsere Recherchen aber noch nicht am Ende. Wir haben weitergeschaut und Wirecard übernahm damals eine Firma in Indien und wir haben Research-Partner in Indien mit Sid Mehta und Kimi Venkatmara. Und die haben wir dann mal befragt, was sie denn von der Firma halten, die Wirecard da übernimmt und ohnehin, was sie von den Firmen halten, mit denen Wirecard in Indien kooperiert.
Sid, can you tell us shortly what have you found out about the acquisition of Wirecard? And what I discovered was quite shocking to me, that one of the big companies that Wirecard had partnered with and bought into in India, I think it was called CI Holdings, was actually in cahoots with a big gambling mafia don in India who's been in the news a lot. Can you talk about what you did and what you found? We did some digging up into regulatory filings in India and some assorted news items, etc. What we found was that Wirecard acquired some firms in India which had very little revenues and acquired for sums that seemed quite large. And on digging up, we found that these Indian firms had changed hands, in fact, at very little sums to the parties that ultimately sold it at many multiples to Wirecard in a very short period. And then we found that the aggrieved minority shareholders were still fighting their case in court. And subsequently, we managed to talk to one of the members of the payment processing companies that Wirecard acquired. And he mentioned off the record that some transactions were suspect. Nun kommen Sie wieder vom Treffen mit Markus Braun, verkaufen dann die Aktien und recherchieren anschließend. Warum in dieser Reihenfolge? Gut, ich kann eine Aktie nur besitzen, wenn ich den Zahlen hundertprozentig vertrauen kann. Und ich habe den Zahlen ab Dezember 2018 nicht mehr vertraut. Ich hatte damals in Enron investiert, weil ich auch den Zahlen geglaubt hatte, aber die Zahlen waren zu schön, um wahr zu sein. Und bei Wirecard hatte ich auch das Gefühl, die Zahlen sind zu schön, zu glatt, um wahr zu sein. Das heißt, ein Anleger sollte nicht nur auf Basis von Fakten entscheiden, sondern zuweilen auch seinem Gefühl vertrauen? Man lernt ja im Laufe seines Lebens. Darum werden ja ältere Investoren immer bessere Investoren, weil sie die Fehler vermeiden. Und bei Enron habe ich damals einen Fehler begangen, weil ich dachte, naja, da ist ein Wirtschaftsprüfertest da drauf und das ist alles geprüft und es gibt viele Fußnoten im Jahresabschluss, wird schon richtig sein. Aber es stimmt nicht. Wenn die Zahlen eben zu schön sind, um wahr zu sein, dann sind sie häufig eben auch nicht wahr. Und aus dem Fehler damals von Enron, wo wir einen Teil des Geldes verloren haben, aber eben auch nicht alles, habe ich dann gelernt bei anderen Fällen später, Parmalat zum Beispiel. Parmalat, die italienische Molkereifirma, wo auch die Zahlen zu schön waren, zu glatt, um wahr zu sein. Auch da bin ich rechtzeitig dann raus, weil ich gemerkt habe, das passt einfach nicht zusammen. Du sagst ja Warren Buffett immer, warum soll ich die schwierigen Fälle mir nehmen, also die Hochsprünge über 1,80 Meter, wenn ich doch auch mit 6x über 30 Zentimeter auch den gleichen Erfolg erziele. Wir werden in der Branche nicht für die Komplexität bezahlt, sondern für den Erfolg. Und ich brauche keine schwierigen, keine zweifelhaften Sachen anzufassen, solange es so viele gute und interessante Firmen gibt. Nun begibt sich Wirecard ja wieder in die Opferrolle und behauptet, sie seien Opfer eines Betruges geworden. Halten Sie das für möglich? Wenn ein großer Teil des Geschäftsvolumens aus Asien kommen sollte, dann schaue ich als Topmanager darauf hin, dass ich die Banken kenne, dass ich die Kundenbeziehung habe. Es gibt ja auch Meldepflichten in dem ganzen Geschäft. Dass ich dort mit den Bankern spreche, dass ich mir die Bilanzen angucke, dass ich schaue, ob die Bank auch morgen noch da ist. Und ehrlich gesagt, warum sollte ich das Geld zu einer Bank auf den Philippinen tun? Das gibt doch gar keinen Sinn. Ich würde doch eine internationale Großbank da einschalten mit einem weltweiten Netzwerk. Warum eine philippinische Bank, deren Bonität nicht klar ist? Das ist eine Fake Story, meiner Ansicht nach. Ich glaube, da steckt hohe kriminelle Energie dahinter. Den Vorwurf der Bilanzmanipulation gibt es bei Wirecard schon seit mehr als 10 Jahren. Was haben Ihre Recherchen ergeben? Wie lange gehen diese Manipulationen bei Wirecard tatsächlich schon? Ich schaue mir die Bilanzen der letzten 10 Jahre an und die Gewinn- und Verlustrechnung. Und ich komme so auf eine Summation Gewinne der letzten Jahre, wie hoch waren die eigentlich? Ich komme auf eine Zahl, die ist so größer als 1,1 Milliarden, vielleicht 1,2, 1,3 Milliarden in der Größenordnung. Und ich stelle fest, der Schaden ist 1,9 Milliarden. Das heißt, die gesamte Geschichte der letzten Jahre war ein Betrug. Und das zeigt eben, dass die Historie von Wirecard und von den Machenschaften dort viel, viel weiter zurückgehen,
als nur jetzt die aktuelle Betrachtungsperiode. Das ist wahrscheinlich vielleicht kurz nach der Gründung entstanden oder kurz nach dem Börsengang. Auf alle Fälle zieht sich die Sache schon ganz lange hin. Die Firma hatte nie eine Existenzgrundlage.